Aber ja, ich glaube, ich kann da den einen Schritt zurückgehen. Und ich kann sterben. Ja. Drecksvieh. Also das ist bis jetzt der schwierigste Kampf, den ich hier hatte. Nicht mal der komische Taurus-Fuzzi mit seinem Inferno war so stark. Den muss ich leider kassieren. So, der hat mich definitiv nicht getroffen, die Säureflut. So, da das bei euch runter tickt, machen wir das so. Ah, der Säurestrahl trifft. Egal. Die Heilung war gut. Zwischendurch meine Heilung auf ihn, dann wieder auf dich. Okay, der Säurestrahl wird geblockt. Sehr gut. Ist das das? Das, das, das. Das ist alles gut. Ah, so hart hat die Säureflut jetzt nicht zugeschlagen. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwas zum Betäuben, aber ich habe nichts mehr. Ich kann nur meinen Schaden minimieren. Den Säurestrahl, den muss ich mal wieder fressen. Ach, die Säure verringert auch meine Rüstung. Ah, das ist ärgerlich. Da muss ich echt aufpassen. Okay, Heilung, dann Regeneration erstmal. Dann kannst du von mir aus das da machen. Komm, Heilung. Danke. Jetzt bitte keine Fehler machen. Jetzt bitte alles irgendwie durchboxen.
Das sieht gut aus. Gut. Wir haben ihn da. Wir haben ihn endlich mal dort. Ah. Weißt du was? Heiltrank. Mir ist es gerade egal. Auch wenn wir zwei Heiltränke verbrauchen. Hauptsache, wir kriegen das Ding down. Wir haben nämlich mehr als genug große Heiltränke sogar. Also können wir von denen gerade mal welche verbrauchen, so wie wir auch Mana-Tränke brauchen sollten. So, das Wasserschild dürfte ein bisschen halten. Heilung! Oh, Gott sei Dank. Bitte stirb. Gut, das ist mir jetzt so riskant. Zweiter Heiltrank. Vor allem, da kommt der Säurestrahl. Oh ja, er geht tot. Er geht tot. Komm, geh da drauf. Was zur Hölle? Die Elfenkönigin auch noch? Oh. Er hat die eingeladen, aber die hat zum Glück nicht viel Leben. Irgendwas sagt mir gerade, dass sie ohne ihr Tierchen nicht so stark ist. Ich hoffe es einfach mal. Also ja, sie ist nicht sonderlich stark. Die kann gar nichts im Vergleich zu ihrer Bestie. Sie kann Schild schlagen, aber das war's auch schon. Komm, stirb. Das war's dann wohl mit ihr. Ein Ring? Ach, hier ist jetzt aufgegangen. So. Quick Save. Dringend. Level Ups. Erhöht die Resistenz gegen Arkan, Frost und Schattenschaden. Um 10 erhöht das Siegel der Reue, erzeugte Bedrohung. Was war das Siegel der Reue? Das war irgendwo hier, oder? Ah, Siegel der Reue. Bedrohung erhöhen? Ja, letztes Gefecht erhöht temporär den aktuellen und maximalen Gesundheitspunkt für noch die aktuellen Zeit. Oh. Donnerkrachenschaden wäre auch eine Sache. Ausweichen erhöhen wäre auch noch so eine schöne Sache. Verbessern wir erstmal das.
So, bei dir. Die Angriffskraft von Feinden senken. Hinrichten verbessern wäre auch so eine Sache. Kritische Trefferchance von harter Schlag verbessern. Hm. Das wäre was, wenn du tanken würdest. Brauchst du aber nicht. Wäre wieder halt eine Heilung. Brauchst du auch nicht unbedingt. Erlaubt es, Zweihand- und Bastardwaffen gleichzeitig zu halten. Oh, das wäre cool. Da brauche ich aber noch einen Punkt hier, gell? Ja. Dann buffen wir erstmal das hier. Was ist das? Erhöht den ausgeteilten Schaden um 25% und den ankommenden Schaden um 10%. Hm. Also noch was Praktisches für schwere Kämpfe. Das hier verbessern oder allgemein? Heilung verbessern kann ich nicht. Was habe ich denn noch hier so? Kritische Chance aller Heileffekte erhöhen. Das nehme ich gern erstmal. Upsala. Sag bloß, das ist ein Weg. Ja, sieht fast danach aus. Es gibt kein Zurück, es gab es niemals. Okay, ich bin wieder in so einem Gebiet und hier ist eine Einwegwand. Ist hier auch der Knopf vielleicht dafür in der Nähe? Nicht wirklich. Okay. Wo sind wir? Das ist in letzter Zeit eine häufig auftauchende Frage. Sieht aus wie der kaiserliche Palast. Ja, sieht so aus, aber wir sind da schon durch, von oben bis unten. Und es sieht auch älter aus. Könnte es sein, dass dieser Ort im kaiserlichen Palast nachgebildet wurde? Gut möglich, aber ich habe nie davon gehört, es ist ziemlich unheimlich. Oh, ein Mana-Trank. Oh, das war... Ach, das sind große und das sind kleine. Ja, dann habe ich noch genug Tränke. Da sollten wir die gerade mal umdrehen, so. Der Gang hier kommt mir ein bisschen fragwürdig vor. Das ganze Gemäuer kommt mir fragwürdig vor. Okay. Was ist das? Ich verlor meinen Weg. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Bitte hilft mir, wieder zu Verstand zu kommen. Ist das das Schatzrätsel? Hier stehen überall Ritter drin.
das ist die andere Seite des Gitters, wo ich den Mana-Trank eingesackt habe. Golemwächter. Okay. Das ist... ja. Cool würde ich es nicht gerade nennen. Vor allem, was machen die da? Hast um 20 Sekunden senken. Okay. Ach, da war der Weg zurück. Okay. Golem wachen. Wie niedlich, ey. Das ist wiederum nicht niedlich. Wo habe ich das jetzt mal gespeichert? Ah, vor dem Raum, okay. Weißt du was, ich übertreibe mal ein bisschen. Heil hier ein bisschen, hab mehr meine. Mach am besten nur Spott. Heilung, Heilung. Oh. Wir haben auf jeden Fall Zeug. Mit denen sie allen Schaden machen können. Da ist die Heilerin down. Macht nicht so viel. So, du mehr Feuerschaden. Oder wer hiervon? Oh, Burn Baby, das sollten wir mal nehmen. Über 20% des Manas wiederherstellen. Das wäre auch nicht verkehrt. Voilà. Zu haben. Gut. Oh, und ich hätte das hier benutzen können. Das hätte mir helfen können. Ich habe vergessen, dass ich das habe. Hier oben auf dem Podest scheint nichts zu sein. Hier in den Ecken auch nicht.
Ein seltsamer Schädel. Ihr seid seltsamer Schädel, okay. Ich habe so das ungute Gefühl, wenn ich hier jetzt hineingehe. Oh, das sind andere. Oh, nee, das sind solche.